Hallöchen, meine Lieben, und willkommen zu einem neuen Vlog. Wir sind mal wieder unterwegs, wie aus den Urlaub-Vlogs. Irgendwie immer sitzen wir im Auto. Wir sind unterwegs zu unserem neuen Auto. Wir fahren heute eine Autoprobe, was wir uns schon länger ausgeguckt haben. Uns ist klar, dass wir eventuell später nur noch ein Auto sowieso brauchen und wir brauchen auch keine zwei teuren Autos, in Anführungsstrichen. Wir haben wirklich zwei große Autos, zwei hochwertige Autos und das macht für uns einfach auf lange Frist keinen Sinn. Genau, und wir schauen uns deswegen heute, beziehungsweise fahren wir heute unser Traumauto Probe. Wir wollen gucken, ob es wirklich unser Traumauto ist, ob wir damit gut zurechtkommen, wie die Kinder das mitmachen und wie er das, wie der sich fahren lässt. Genau, wir zeigen euch das Auto nachher. Und dann bin ich sehr gespannt auf eure Meinung. Also ich habe bei Instagram schon mit ein paar, mit ein paar Leuten geschrieben und die waren sehr, sehr begeistert von dieser Autowahl. Aber ich habe es noch nicht so öffentlich geteilt, weil wir uns das halt auch erstmal alles anschauen wollten und sowas und uns da nicht reinreden lassen wollten, natürlich. So, und schon sitzen wir in unserem Gefährt. Ich glaube, einige werden schon sehen, was es ist. Eine V-Klasse von Mercedes. Genau. Es gibt ja bei diesen kleinen Bussen nicht so die große Auswahl, haben wir gemerkt. Und da hat uns tatsächlich auch nur ein Modell gefallen, und zwar die V-Klasse von Mercedes. Wir fahren jetzt ein Modell Probe, was so fast unseren Ansprüchen entspricht, also unseren Wünschen entspricht. Ich suche jetzt gerade einen Parkplatz, weil ich jetzt mal ans Steuer gehe. Da will ich auch mal schauen können, weil ich das Auto ja am meisten fahren werde. Aber Felix ist sehr zufrieden, ne? Bisher sehr, sehr. Ja. Sehr zufrieden. Ich finde das so schön, dass man so viel Platz hat. Wir fahren jetzt kurz auf einen Parkplatz, Schatz, hier. Automatische Türen. Mega viel Platz. Also wirklich ein Luxus. Ein Luxusauto. Panoramadach, wie ihr seht. Wir halten nachher nochmal irgendwo an, dann zeige ich euch das nochmal. Hier auf dem Parkplatz ist es gerade schwierig. So, mit diesem herrlichen Ausblick hier einmal kurz das Auto für euch. Tada, so steht er da. Wir haben jetzt hier so ein Grau, ist natürlich jetzt nur ein Beispiel. Ist so ein ganz, ganz dunkles Grau Anthrazit. Und eben hier den Kofferraum. So, natürlich alles automatisch. Genau, also es ist nur ein Beispielauto, damit wir wissen, wie sich das fährt. Aber es ist auf jeden Fall ein mega, mega schönes Auto. Und hier hinten haben wir auch mega viel Platz. Also wir haben jetzt hier die Vier-Sitz-Variante mit vier Sitzen. Kindersitze passen richtig gut rein und vor allem sind die richtig schön hoch. Man kann das richtig gut einladen. Wie ihr seht, das ist eine richtig schöne Arbeitshöhe, wie bei so einem Wickeltisch irgendwie. Also sehr, sehr angenehm, die Kinder da reinzusetzen. Gut mit den Isofix-Basen. Hinten auch genug Platz. Ich saß hinten auch schon. Richtig angenehm. Machst du mal den Kofferraum auf? Geht das? Ja, eigentlich schon. Und übrigens auch elektrische Türen. Nee. Also wenn wir hier drücken, schließt er automatisch die Türen. Oder am Schlüssel oder vorne im Cockpit. Überall kann man die Türen schließen und auch wieder öffnen. Auch hier mega, mega praktisch. Genau, Kofferraum geht auch automatisch auf. Einfach einmal drücken. Dann geht er auch automatisch auf. Und was ich euch noch zeigen wollte, hier hinten mega großer Kofferraum. Wir können unseren Kinderwagen hier einfach so komplett reinstellen. Brauchen die gar nicht zusammenklappen. Also echt mega. Und Felix macht jetzt hier gerade auch noch das Panoramadach auf. Wir haben hier so zwei Panorama Dache auch mega, mega schön. Also wirklich ein unglaublich tolles Auto. Wir sind sowas von verliebt. Er fährt sich unglaublich leicht. Ich bin jetzt auch gerade schon einmal gefahren. Fährt sich also wirklich sehr, sehr angenehm und sehr, sehr leicht. Immer da alle hupt. So, hier drin ist auch eine richtig schöne Ausstattung. Es ist nicht das Beste, was es gibt, aber auf jeden Fall alles sehr, sehr hochwertig. Hier auch so mit Touchpad und hier oben auch alles Touch. Und sehr schön. Nur was uns ganz wichtig war, dass wir hier durchgehen können während der Fahrt nach hinten. So, meine Lieben, nun fast
Über ein halbes Jahr später kann ich euch ein Update zu unserem Thema Auto geben. Wir haben uns tatsächlich für die V-Klasse entschieden, stehen jetzt aber auf der Warteliste, denn für uns kommt eigentlich kein Neuwagen in Frage, sondern wirklich ein junger Gebrauchter. Und es ist gerade gar nicht so einfach. Ihr merkt es vielleicht selber, gebrauchte Wagen sind erstens super teuer und zweitens echt schlecht zu bekommen. Genau, neue aber auch. Da ist natürlich auch mit den Neuwagen echt schwierig gerade. Dementsprechend schauen wir mal, wie lange es dauert, bis unser Auto zu uns kommt. Aber Update Februar 2023, wir stehen auf der Warteliste. Wir nehmen euch natürlich weiterhin mit und wir zeigen euch natürlich auch jetzt jedes Mal, wenn wir uns ein Auto anschauen. Und genau, hoffentlich begleitet ihr uns auf dem Weg.